Die älteste Erwähnung stammt aus Griechenland von Homer. In seiner Ilias essen die Griechen ein Gericht aus geriebenem Ziegenkäse, Wein von Bramnos und Weißmehl. Eine Legende aus dem 13. Jahrhundert besagt, dass Mönche während der Fastenzeit Käse geschmolzen haben, weil sie keine feste Nahrung essen durften. Viele Schweizer halten die Kappeler Milchsuppe aus dem 16. Jahrhundert für den Ursprung des Fondues. Die Werbung suggeriert auf jeden Fall, Fondue sei ein urschweizerisches, alpenländisches Traditionsgericht. Dies zieht. Der Jahresumsatz im schweizerischen Fondue-Markt beträgt gut 60 Millionen Franken. Nur, ein Traditionsgericht ist Fondue nicht. Vielmehr das Resultat von geschicktem Marketing. In der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre darbt der Außenhandel. Die Schweizerische Käseunion fokussiert sich auf den Binnenmarkt. Das Käsekartell will allen Schweizern den geschmolzenen Käse schmackhaft machen, auch mit Gratis-Degustationen. Das Langzeitmarketingprojekt ist ein voller Erfolg. Während in den 50ern knapp 40% der Schweizer Fondue essen, sind es 30 Jahre später bereits doppelt so viele. Zum Erfolg trägt auch die Armee bei. Sie macht ihre Wehrmänner mit Fondue bekannt. Diese wiederum stellen das neue Esserlebnis daheim in den warmen Stuben vor. Vielleicht komme ich auch in der nächsten WK, nachdem das Fondue so gut war.